Neues Steuerentlastungsgesetz beschlossen. Nach den vielen negativen Schlagzeilen gibt es heute mal etwas Positives zu berichten. Am 12. Mai 2022 wurde im Bundestag ein neues Steuerentlastungsgesetz beschlossen. Es gibt nun die Entlastungspakete 1 und 2, die in Kraft treten. Die wichtigsten Änderungen erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zu den aktuell beschlossenen Steuerentlastungen komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner sichern könnt. Zum Entlastungspaket 1 gehören die Anhebung des Grundfreibetrags, der Entfernungspauschale und des Arbeitnehmerpauschbetrages rückwirkend zum 1. Januar 2022. Mit dem Entlastungspaket 2 wurden die Energiepreispauschale, ein einmaliger Kinderbonus, die temporäre Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und das 9-Euro-Ticket beschlossen. Jedem unbeschränkt Steuerpflichtigen steht in Deutschland ein Grundfreibetrag zu. Der Grundfreibetrag dient der Absicherung des Existenzminimums. Bis zu diesem Betrag ist das Einkommen von der Steuer freigestellt. Liegt man also mit seinem Jahreseinkommen unter diesem Freibetrag, zahlt man keine Einkommensteuer. Liegt man über diesem Grundfreibetrag, so mindert dieser das zu versteuernde Einkommen. Je höher dieser Grundfreibetrag ist, umso weniger Steuern zahlt man. Für das Jahr 2022 wurde er auf 9.984 Euro pro Person festgesetzt. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag übersteigt, wird eine Einkommensteuer fällig. Jetzt wurde dieser Grundfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar 2022 angehoben und beträgt jetzt 10.347 Euro für Ledige und 20.694 Euro für Verheiratete. Da dieser Grundfreibetrag jeder steuerpflichtigen Person in Deutschland zusteht, profitieren natürlich auch die Rentner von der rückwirkenden Anhebung des Grundfreibetrags. Die Rentenerhöhung zum 1.7.2022 sorgt ja eigentlich dafür, dass mehr Rentner steuerpflichtig werden. Durch die Anhebung des Grundfreibetrags auf 10.347 Euro trifft es nun doch nicht ganz so viele Rentner, wie ursprünglich angenommen wurde. Neben der Anhebung des Grundfreibetrags wurde auch der Werbungskostenpauschbetrag für Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende ebenfalls rückwirkend ab 1. Januar 2022 von jährlich 1.000 auf 1.200 Euro angehoben. Das ist seit 2011 die erste Anpassung des Werbungskostenpauschbetrages oder auch Arbeitnehmerpauschbetrag genannt. Also ohne Nachweis können Arbeitnehmer, Beamte und Auszubildende 1.200 Euro ab 2022 absetzen. Wer höhere Ausgaben hat, setzt natürlich diese dann steuerlich an, wenn er sie auch belegen kann. Eine wichtige Position sind die Fahrten zur Arbeit. Viele von euch kennen sicher den Begriff Pendlerpauschale. Auch hier gibt es Änderungen. Sie betrug 30 Cent pro Kilometer für die ersten 20 Kilometer. Ab 21. Kilometer ist sie ab 2021 auf 35 Cent festgelegt und im Jahr 2024 sollte sie auf 38 Cent ab 21. Kilometer steigen. Nun wurde beschlossen, dass ab dem 21. Kilometer rückwirkend ebenfalls ab 01.01.2022 bereits die 38 Cent angesetzt werden können. Für Rentner gibt es eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 102 Euro. Über eine Anhebung dieser Pauschale habe ich leider nichts gefunden. Auch wenn ein Rentner mehrere Renten bezieht, darf er nur einmal diese Werbungskostenpauschale steuerlich geltend machen. Ebenfalls endgültig beschlossen wurde jetzt auch die Energiepauschale, die zum Entlastungspaket 2 gehört. Sie wird an alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen gezahlt. Es steht nun fest,
dass das Geld mit der Gehaltsabrechnung September 2022 ausgezahlt werden soll. Rentner werden leider nur berücksichtigt, ja, wenn sie einer Tätigkeit nachgehen. Und das ist vielen aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht möglich und wurde deshalb auch stark kritisiert. Aber darüber habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Auf jeden Fall werden die 300 Euro Energiepreispauschale auch versteuert. Bei Menschen mit hohem Einkommen bleibt daher weniger übrig als bei Menschen mit weniger hohem Einkommen. Ist eigentlich logisch. Bestandteil des Entlastungspaketes 2 ist auch der einmalige Kinderbonus. Er beträgt einmalig 100 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind und soll im Juli 2022 zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt werden. Dieser Kinderbonus muss nicht extra beantragt werden. Er soll automatisch ja mit dem Kindergeld im Juli ausgezahlt werden. Ist ja mal was Einfaches. Der Kinderbonus ist steuerfrei, wird aber im Rahmen einer Steuererklärung auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Ja, und dann gibt es noch einen Kinderzuschlag für Familien mit geringem Einkommen. Dieser wird monatlich gezahlt und steigt ab 1. Juli 2022 von 209 auf 229 monatlich. Um diesen Kinderzuschlag zu bekommen, muss man selber ein bestimmtes Einkommen verdienen. Die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und das 9-Euro-Ticket gehören ebenfalls zum Entlastungspaket 2. Eine weitere gesetzliche Änderung tritt zum 1.6.2022 in Kraft. Das Energiesicherungsgesetz aus dem Jahr 1975 wurde geändert und soll auch in Krisenzeiten für eine sichere Energielieferung sorgen. Der Bundestag stimmte ebenfalls am 12. Mai 2022 für die Reform des Energiesicherungsgesetzes. Die Grundsicherung für ukrainische Flüchtlinge ist ab 1.6.2022 ebenfalls gesetzlich beschlossen. Darüber habe ich bereits am 22. Mai ein Video veröffentlicht. Ja, meine lieben Zuschauer, das waren sie jetzt auch schon, die Änderungen zur steuerlichen Entlastung der Bürger.